Grizzlies Wolfsburg gegen den ERC Ingolstadt. Einige hundert waren mitgereist aus Ingolstadt zu diesem Auswärtsspiel in die Autostadt. Allerdings sollte es kein wirklich erfolgreicher Abend werden für den ERC. Die Grizzlies legten los wie die Feuerwehr. Die ersten Minuten, Druckphase und dann dieses Tor vom Kapitän. Spencer Hardcheck verwertet. Erster Schuss kommt zurück an die Kufe von Kevin Reich, der anstelle von Michael Garzeig im Tor stand. Marcek reagiert am schnellsten, bringt die Grizzlies in Führung. Danach, Luis Schinko sollte der nächste Torschütze sein. Die Grizzlies erobern die Scheibe hinterm Tor zurück. Sejcek zieht ab und Schinko bekommt ihn an den Körper. Und von dort aus geht er vorbei an Kevin Reich. Wurde nochmal geprüft, aber als gültiges Tor anerkannt. 2:0 Führung für die Grizzlies nach 6 Minuten und 14. Danach Armin Wurm in der Kühlbox, Strafe gegen ihn und die Ingolstädter im Powerplay machen sehr clever. Das erste Mal Scheibenbesitz. Wayne Simpson sieht dann, hat etwas Platz, abgezogen. Pieta fälscht ab, Justin Pocky überwunden. Anschlusstreffer für den ERC in diesem ersten Drittel. Es sollte bei diesem 2:1 aus Sicht der Wolfsburger bleiben. Danach ging es rein in den Mittelabschnitt. Mark French mit ein paar Anweisungen für sein Team, aber er sah, wie die Grizzlies weiter nachsetzten und Pucks immer wieder zurückgewannen. Auch hier hinterm Tor von Reich, Vorlage, Laurin Braun, der ehemalige Ingolstädter mit dem 3:1 für die Hausherren. Die Wolfsburger zuletzt zu Hause nicht immer erfolgreich, aber gegen den ERC lief es wie am Schnürchen. Und dann wurde es auch noch schmerzhaft für die Panther. Emil Quaas musste nach diesem Check runter und behandelt werden, konnte nicht weiterspielen. Der 26-jährige Ingolstädter ging in die Katakomben und kam davon nicht mehr zurück. Danach wieder Eishockey und Powerplay für die Grizzlies. Marcek auf der rechten Seite bietet er sich an, wird dann auch gefunden per Pass. Und er sucht und findet auch etwas Platz im Tor. Bringt den rein, quetscht ihn vorbei an Kevin Reich. Damit das nächste Tor für die Wolfsburger. Wieder dank des Kapitäns Spencer Mahacek. Das war noch nicht alles im zweiten Drittel. Tyler Morley nach einer langen Puckbesitzphase der Grizzlies in der Defensivzone des ERC. Morley in der Mitte als Center. Agil und auch mit dem entsprechenden Torriecher. Sechster Saisontreffer für den Neuzugang aus Tappara Tampere. Jubel bei den Wolfsburger Heimfans und blaue Flecken bei den Ingolstädtern. Wojciech Staroviak bleibt da hängen an der Kante neben der Bank. Diese eine Stelle in jeder Eisarena, die so schmerzhaft sein kann. Staroviak musste behandelt werden, genauso wie Marco Friedrich. Beide konnten weiterspielen. Aber es blieb eigentlich nur bei blauen Flecken für die Panther. Ansonsten gab es noch Gegentore wie dieses. Nächster Scheibengewinn der Wolfsburger. Luis Schinko überwindet da mit der Rückhand. Kevin Reich unterhöht. Und danach nächster Scheibengewinn, nächster Film, Querpass, Tyler Morley. Einmal mehr Kevin Reich überwunden. Die Wolfsburger waren erbarmungslos und die Ingolstädter frustriert. Danach noch einige handfeste Auseinandersetzungen, unter anderem Ty McGinn gegen Björn Grubb. Zuvor auch bereits Matt Bodie gegen Jordan Murray. Aber die Wolfsburger ließen sich vom Toreschießen deshalb nicht abhalten. Ganz im Gegenteil. Hier Überzahlphase, Sejcek auf Archibald, Querpass, Archibald mit dem Treffer und auch Armin Wurm durfte noch einmal jubeln. Zweites Saisontor für ihn und auch Freude bei Spencer Marcek. Yeah, that was you know, one of our better performances for sure. You know, we came out and executed our game plan and yeah, it's nice to get a big win like that. Yeah, you're right. I thought, you know, I think give credit to them. They came out hard in the first 5 minutes. They established a 2-goal lead. You know, it was nice to score the power play goal at 2-1, and that kind of settled it for the rest of the first period. But then again, the first 5 minutes of the second period, they established, you know, a real physical presence to the game and a greater will and want for the game. Mund abputzen bei Mark French und dem ERC Ingolstadt. Am Freitag geht's vor ausverkauftem Haus gegen die Augsburger Panther. Wolfsburg reist nach München zum Tabellenführer. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.